Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak, guten Tag. In Lochau musste am Abend der Zugverkehr offenbar wegen einer verwirrten Frau unterbrochen werden. Wie die Polizei heute informierte, meldete ein Lokführer eine Person auf den Gleisen. Er leitete sofort eine Vollbremsung ein. Passiert ist nichts. Die Frau flüchtete anschließend. Die Fahndung der Polizei blieb jedoch erfolglos. Passanten hatten angegeben, dass sie vorher schon eine offenbar verwirrte Frau auf der Hörbranzer Straße gesehen hätten. Die Bahnstrecke war gut eine Stunde gesperrt. Die Polizei Bludenz hat eine internationale Bettlerbande festgenommen, die mit gefälschten Spendenlisten Geld gesammelt hat. Die Frauen und zwei Männer aus Rumänien sammelten in einem Einkaufszentrum in Bürs Spenden für behinderte Menschen. Dabei wurden sie von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Bei der Überprüfung der Spendenlisten stellte sich heraus, dass sie gefälscht waren. Die Bande soll in ganz Europa aktiv gewesen sein. Vorarlbergs Handel zieht zur Halbzeit im Weihnachtsgeschäft eine positive Zwischenbilanz. Sowohl im Messepark in Dornbirn als auch im Zimberpark in Bludenz-Bürs wird ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr erwartet. Stark dazu beigetragen haben dürfte auch der 8. Dezember, der ja traditionell von vielen Familien zum gemeinsamen Shopping genutzt wird. Dementsprechend stark waren auch Kundenfrequenz und Umsatz in den Läden. Und nach dem Aus für den Snowboard-Weltcup steht das Skigebiet Silvretta-Montafon schon in den Startlöchern für das nächste Sportevent. Die Weltcup-Veranstalter kündigten an, dass ein Ersatzbewerb ins Montafon geholt werden soll. Die Details gibt's noch heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.